ein Savant und der nächste, der hat dann alles bedacht. Aber schallt ein wenig. Oder schallt es nur bei mir? Schallt überall? Nein, schallt nur hier? Schallt überall. Sonst bin ich zu leise. Ja, das höre ich häufiger. Wer lacht denn da? Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ihr alle so zahlreich erschienen seid zur Eröffnung. Es ist furchtbar. Ich versuche das mit so wenig Schnappatmung wie möglich hier durchzuziehen. Und auch so kurz wie möglich. Hier oben ist auch noch mal wärmer, ist ja nicht an der Sonne. Ich freue mich sehr, dass Sie es geschafft haben und einrichten konnten zu unserer Eröffnung der Dependance der offenen Tür Barbara-Viertel zu erscheinen. Es war ein langer Weg bis dahin. Auch nicht immer leicht. So wie jetzt auch diese Eröffnung zeigt. Halt mit gewissen Vorgaben und Richtlinien, die wir natürlich einhalten müssen. Aber wir haben so viel Arbeit hier reingesteckt, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur sang- und klanglos öffnen, sondern wir wollen die Stadtgesellschaft daran teilhaben lassen. An der Arbeit, die wir hier reingesteckt haben und an der Arbeit, die wir hier leisten werden im Barbara-Viertel. Warum es Dependance heißt, da kommen wir gleich nochmal zu. Das wird sich im Laufe meiner einstündigen Rede erklären. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich mich natürlich erstmal bei allen bedanken für ihr Erscheinen. Möchte aber auch im Besonderen ein paar Menschen begrüßen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass diese Einrichtung so entstehen konnte, wie sie jetzt entstanden ist. An erster Stelle möchte ich natürlich der Himmelblauen Traumfabrik danken. Es ist mit der Maske furchtbar. Sie steht vor mir und ich erkenne sie nicht. Ja. Der Himmelblauen Traumfabrik danken für die jahrelange Unterstützung, auch vor allem am Standort Hertha-Straße 69, die ganzen Jahre und das Versprechen, dass wir eure Unterstützung auch für diesen Standort sicher haben. Dafür euch und Ihnen einen ganz herzlichen Dank. Natürlich dem ersten Bürger der Stadt möchten wir auch danken, als Bürgermeister, aber eben auch als Verwaltungschef, der unsere Arbeit, unseren Aufbau mit begleitet hat, sich immer wieder ein Bild davon gemacht hat und geschaut hat und mit Argusaugen betrachtet hat und geschaut hat, dass alles auch mit rechten Dingen zugeht. Dafür danken wir dir, lieber Rainer. Ihnen, lieber Herr Bürgermeister, auch für Ihre bisherige Arbeit und ich hoffe auch für die zukünftige Zeit, dass wir da auf Ihre Unterstützung bauen und hoffen können. Danke dafür. Und Seniore Aßmann, der auch bei jeder Veranstaltung, die offene Tür Barbara-Viertel durchgeführt hat, zugegen war, uns unterstützt hat, auch ideell unterstützt hat, die Segnung des Standorts an der Hertha-Straße wurde schon durch Sie durchgeführt. Im späteren Verlauf, nach meiner einstündigen Rede, kommt es dann eben auch zur Segnung dieser Einrichtung, sodass wir auch mit Gottes Segen unsere Arbeit hier beginnen dürfen. Vielen Dank dafür. Und als nächstes möchte ich, da streiten sich ja immer die Geister, wer erster Bürger nur wirklich ist, ob es der Bürgermeister ist oder ob es der Majestät Kurt Köhnwann ist, den wir hier begrüßen dürfen. Und einer der, ich glaube der erste sogar, der eine Regentschaft über 2 Jahre verzeichnen darf. Man munkelt. Nicht der Erste. Aber der Tollste auf jeden Fall. Ah. Ja?
Ja, dafür bedanke ich mich auch sehr, dass Sie es einrichten konnten, zu erscheinen auch schon, dass Sie auch unsere Arbeit während der Versorgungsstelle unterstützt haben. Nicht nur an einem Tag, wirklich auch mit dem Support durch die Malteser. Da danke ich Ihnen und danken wir Ihnen nochmal ganz besonders eben für Ihren Einsatz. Im gleichen Atemzug natürlich auch meinem geschätzten Schützenpräsident Martin Flecken, der ebenfalls mit vollem Körpereinsatz und auch in der Organisation der Versorgungsstelle Barbara Viertel mitgearbeitet und mitorganisiert hat, freue ich mich, dass du uns auch bei unserer Eröffnung begleitest. Vielen Dank dafür. Als nächstes möchte ich unseren Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Gesundheitsminister Hermann Gröhe begrüßen. Es ist wirklich schwer mit diesen Masken. Und wenn man dann noch hinter der Box steht, dann... auch dafür, auch die, für die Unterstützung und auch für das Dankschreiben, was Sie uns haben zukommen lassen, möchte ich mich recht herzlich bedanken und freue mich sehr über Ihr Erscheinen und hoffe, dass Sie unsere Eröffnung genauso genießen werden wie wir alle. Vielen Dank für Ihr Erscheinen. Dann natürlich möchte ich auch unseren Landrat begrüßen, Herrn Petrauschke. Vielen Dank auch, dass Sie uns auch als kleinere Einrichtung und nicht allzu viel Kreisverbundenheit trotzdem beehren und freue mich da auch sehr über Ihr Kommen und hoffe, dass Sie es genauso genießen werden wie wir. Vielen Dank. Dann natürlich den Fraktionen, die erschienen sind, danke ich den Vertretern der Fraktionen. Vor allem jetzt im Wahlkampf ist natürlich nicht so leicht, da noch Zeit zu finden, jetzt so einen Termin auch noch mit einzurichten, sich mein Geseier anzuhören. Ich bin gerade erst bei der Begrüßung. Ihr könnt euch vorstellen, das dauert noch. Danke eben an Verwaltung und Politik, an die Vertreter der Presse. Und ein ganz großer Dank gilt vor allem meinem Team, meinen Mitarbeitern, die mich nicht nur unterstützen, sondern mich auch noch aushalten. Und wer lacht, kriegt eine Abmahnung. Ich habe das gut, dass ihr die Masken auf habt. Ihr habt so ein Glück. Nein, es ist wirklich, ohne die Leute, die ich da an meiner Seite habe, könnten wir diese Arbeit einfach nicht leisten, die wir da gerade leisten. Und sind wirklich jedes einzelne Mitglied meines Teams ist so wertvoll und ohne jeden Einzelnen könnte ich mir den ganzen Laden von der Backe schmieren. Danke dafür, dass ihr da seid. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank und herzlichen Gruß auch an alle Vertreter aus der Zivilgesellschaft, aus den religiösen Verbänden und Vereinen. Vielen Dank für Ihr Erscheinen. So, war natürlich nur ein Spaß. Nicht am Stück die Stunde, aber zwischendurch lasse ich auch noch mal jemand anderen reden. Als Ersten begrüße ich für die Vertretung für die katholische Jugendagentur unseren Träger Thomas Isorp-Sander und komme dann gleich wieder. Ja, vielen Dank, Nils. Es gibt so drei Gründe, warum ich mich heute freue. Zum einen natürlich, weil ein Bauprojekt mal vor dem Abschluss steht, wo wir ja lange darauf hingearbeitet haben. Finanzmittel akquirieren, Leute dafür zu gewinnen und zu unterstützen. Und heute ist dann mal ein Moment, wo man so den Erfolg auch genießen kann. Darüber freue ich mich. Und ich freue mich darüber, dass wir zukünftig mehr Möglichkeiten haben, hier an diesem Ort für Kinder und Jugendliche Angebote zu gestalten, hier mit der Bühne, mit der größeren Küche, aber auch mit den mehreren Räumen, die wir jetzt haben und dem viel mehr Platz als drüben unter der Schule, hoffen wir natürlich auch, dass wir adäquat die Arbeit noch mal besser aufbauen können. Und wir wollen vor Ort hier ja möglichst auch Jugendangebote starten, kann Kleinkunst sein, können aber auch noch mal verschiedene andere Sachen sein,
da freuen wir uns drauf, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und da wünsche ich dem Team vom Nils Elsässer, wir haben mittlerweile eine zweite Fachkraft auch am Start, das ist der David Förster, der lief eben auch hier rum. Da sind wir auch froh, denn im Zuge der Neueröffnung dieses zweiten Standbeins haben wir halt eine weitere Fachkraftstelle schaffen können. Und der dritte Grund, da ist der David Förster, der halt ein super. Und der dritte Grund, warum ich mich heute freue, ist, dass Sie heute alle hier sind. Denn ohne Unterstützer wird es schwierig, so eine Arbeit auch dauerhaft zu gewährleisten. Sei es finanzielle Unterstützung, aber auch ideelle oder auch mit inhaltlichen Impulsen. Also ich sehe ganz viele Vertreter und da freue ich mich drüber, dass wir in dem Barbara-Viertel so gut vernetzt sind und hoffe, dass wir auch in Zukunft mit beiden Gebäuden, in denen wir jetzt die Arbeit weiterführen, dann auch weiter auf Ihre Unterstützung hoffen und heute erstmal gemeinsam feiern können. Vielen Dank. Okay. Ja, die größte Unterstützung kommt natürlich von der Stadt Neuss, die ja die Einrichtung auch dauerhaft fördert. Neben der Investition für die Umbauten haben wir hier halt dauerhaft auch Zuschüsse für den Betrieb und die Fachkraftpersonalstellen. Und als nächstes wird dann Herr Bürgermeister Breuer das Wort an Sie richten. Ja, sehr geehrter Herr Elsässer, lieber Herr Monsignore Aßmann, die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Kirchen, Verbänden, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe mir erlaubt, die Maske hier abzuziehen, wenn auch eine Posaune ohne Maske gespielt werden kann. Wenn man den ausreichenden Abstand von 4-5 Metern hat, geht das und dann kann man auch mal hier vom Mikrofon aus ohne Maske sprechen. Ich rede auch ein bisschen leiser. Ich freue mich sehr, dass ich heute die besten Grüße von Rat und Verwaltung überbringen kann. Und wenn man gehört hat, wer alles hier ist, ist ja das Who der Stadt Neuss hier vor Ort, dann weiß man, dass hier gute Arbeit geleistet wird. Dass wir die OT Barbara Viertel kennen und schätzen und wir uns freuen darüber, dass es eine Zweigstelle gibt, eine Dépendance, die Sie sicherlich gleich auch mal zwischendurch besichtigen können, die ein echter Knaller ist, muss ich wirklich sagen, von der Einrichtung unheimlich liebevoll gestaltet. Und ich bin mir sicher, dass hier herausragende Kinder- und Jugendarbeit geleistet werden kann in einem Viertel. Das wissen Sie auch, dass ja nicht ganz unproblematisch ist. Wo wir einen sehr hohen Anteil haben von Transfer-Sozialleistungsbeziehungen. Wir haben auch einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir haben hier auch eben ein paar Problemlagen, wo es besonders wichtig ist, dass man nicht nur nach der starken Hand ruft, sondern eben nach der Prävention, nach vorbeugender Jugend-, Kinder- und Sozialarbeit, dass die hier geleistet werden. Das ist entscheidend, dass wir hier vor Ort präsent sind. Und das unterstützen wir als Stadt Neuss auch gerne. Es war im November letzten Jahres, ich glaube, Herr Van der Voort hatte den Antrag eingebracht, es ist einstimmig beschlossen worden, dass wir dieses Projekt hier unterstützen mit Investitionskosten. Ich glaube, es waren 38.000 Euro, die die Stadt Neuss dazugegeben hat. Und wir fördern jedes Jahr diese Einrichtung mit 63.000 Euro und entsprechenden Personalkosten, die dort getragen werden. Ich glaube, es ist eine gute Unterstützung, die hier gebraucht wird, die gut investiert ist in dieser Dépendance. Und ja, ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Spaß hier, vor allem den jungen Menschen, die hier auch ein Stück Heimat finden in der OT Barbara Viertel, in der Dépendance. Und ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute hier dieses feierlich eröffnen können. Und ich sage mal, in der Dépendance hat jeder aus dem Barberviertel eine Chance. In diesem Sinne, alles Gute und einen schönen Tag. Naja, ich will mir nicht nachsagen lassen, ich will auf meine Gäste achten. Deswegen gucke ich, dass ich so viele Hygienevorschriften einhalten kann,
wie es mir eben nötig ist. So, wer war denn? Achso, du warst vorher, deswegen ist das so oben, ne? Statt an der Stirn. Wie du sagtest, lieber Rainer, hat jeder hier seinen Platz und jeder findet hier, soll hier eine Chance finden, sein Leben zu gestalten, wie er möchte, wie er glücklich werden kann und soll halt auch herausfinden, wo vielleicht seine Stärken liegen, wie er sich orientieren möchte, in welchen Bereichen. Und ich denke, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, dass wir eben, klar, das ist unser Hauptziel und unsere Hauptaufgabe, offene Kinder- und Jugendarbeit zu treiben, aber wir haben immer den Ansatz gehabt, dass wir ganzheitlich arbeiten, dass eine gelingende Kinder- und Jugendarbeit nur dann funktionieren kann, wenn Familien gestärkt werden, wenn Strukturen geschaffen werden, die es den Kindern und Jugendlichen auch ermöglichen, sich überhaupt zu entfalten. Von daher war es uns immer wichtig, wirklich eine ganzheitliche Arbeit zu leisten, nicht nur eben im Kinder- und Jugendbereich, sondern auch in Teilen der Elternarbeit. Und ich denke, das ist uns bisher ganz gut gelungen mit den neuen Räumlichkeiten. Denke ich, werden wir da auch noch viel mehr schaffen können. Vor allem, weil wir bisher ja auch nicht nur eben offene Kinder- und Jugendarbeit betrieben haben, sondern eben wie Anfang des Jahres durch die Versorgungsstelle Barbaraviertel haben wir gezeigt, dass wir auch in der Versorgung, in der Armenversorgung tätig sein können. Da haben wir unsere Stärken gezeigt durch die Unterstützung der Fraktion und des Neusser Bürgerschützenwesens. Wir haben gezeigt, dass wir als Kooperationspartner des Runden Tisches agieren, insofern, dass wir für die Koordinierung der kommunalen Präventionsketten delegiert wurden, dass wir auch das St. Martins-Komitee natürlich stellen, mit mir als Vorsitzenden, um da auch Kultur- und Geschichtsarbeit leisten zu können. Geschichtsarbeit auch insofern, dass wir durch Demokratie Leben gefördertes Projekt der Geschichtswerkstatt eben den jüdischen Friedhof wieder sichtbar machen konnten. Der jüdische Friedhof, der fußläufig 3 Minuten hier entfernt war, verortet war, der erste jüdische Friedhof in Neuss, direkt an der Düsseldorfer Straße unter der Unvollendeten, also unter der Fässerbrücke, der nun durch die Stele, durch Neuss historisch eben sichtbar geworden ist. Das sind einfach nur einzelne Bereiche mal rausgenommen, die wir als offene Kinder- und Jugendarbeit hier leisten. Und ich denke, dass wir noch einiges mehr schaffen können mit dem aufgestockten Personalschlüssel und auch den neuen Räumlichkeiten. Dass es so weit gekommen ist, dass wir eben die Räumlichkeiten haben, musste natürlich auch durch den Jugendhilfeausschuss. Und für diesen spricht nun Frau Susanne Benari als Vorsitzende eben. Mit Maske. Ich hoffe, es gelingt mir. Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Als Nils Elsässer mit der Bitte an mich herangetreten ist, heute ein paar Worte zu sagen, fiel mir als ein gutes Wahlplakatmotto ein. Grün ist an die Mitarbeiter und an die Jugendlichen, die bitte dazu beitragen, dass diese Einrichtung diese Atmosphäre hat, die sie hat. Vielen Dank. Das Stichwort Atmosphäre. Wenn man hier zu Besuch ist, ist es einfach die Atmosphäre, die Spaß hat, die Spaß noch mitzugestalten. Und ich denke noch an die schönen Kochaktionen in der kleinen kuscheligen Küche, in der ursprünglichen OT sozusagen. Ich sehe, diese Küche hier ist super ausgestattet. Da bin ich mal gespannt, was wir da noch alles zaubern werden, lieber Nils. Und ich würde mich einfach freuen, dann auch noch mal vorbeikommen zu dürfen.
Die Art von Jugendarbeit, die hier stattfindet, ist die Art von Jugendarbeit, die Jugendlichen den hohen Wert einer vielfältigen, bunten, toleranten, demokratischen Gesellschaft vermittelt. Das ist ein hohes Gut und ich bin froh, dass es diese Einrichtung gibt. Ein Zeichen dafür ist für mich auch die enge Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde und der OT, ein sehr wichtiges Signal in unserer heutigen Zeit. Auch dafür vielen Dank. Aber Nils, du bist ja ein, das ist Eva schon gesagt, du bist ja ein Hansdampf in allen Gassen und dir reicht es ja zum Glück nicht, nur eine OT zu führen, ein bisschen Jugendarbeit zu machen. Nein, du bist jemand, der vernetzt, der gestaltet und einfach auch eine Atmosphäre, die es für dich bringen möchte. Und so, du hast schon ein paar Sachen gesagt, was du machst. Du bist in den kommunalen Präventionsketten, die Streetworker nutzen die Räumlichkeiten und ganz wichtig finde ich aber auch die Zusammenarbeit mit dem TAS. Ich habe Britta Franken auch schon gesehen. Ich finde, auch da kommen immer super produktive und schöne Aktionen. Und gleich wird noch eine Vernissage eröffnet, wo Fotos vom Barbara-Viertel gezeigt werden. Das zeigt, du liebst dieses Viertel, das Team liebt dieses Viertel. Und ich würde sagen, diese OT ist ein Herzschlag dieses Viertels. Auch dafür vielen Dank. Bist du auch jemand, der sehr beharrlich seine Ziele verfolgt. Nils, das ist auch gut so, denn als diese OT aus allen Nähten platzte, hast du natürlich händeringend nach einer Erweiterung einer anderen Räumlichkeit gesucht. Dieser Standort war etwas umstritten, aber alle, die hier sind, waren sich einig, diese OT braucht mehr Platz, diese OT braucht mehr Personal und nun ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Und es freut mich besonders, heute mit dabei sein zu dürfen. Es zeigt ja auch, wie anerkannt diese OT ist an den vielen Menschen, die heute sozusagen, der Herr Reiter Breuth hat schon gesagt, das Who in Neuss ist hier. Ja, nun wünsche ich euch, den Jugendlichen und dir einen guten Start, viel Spaß und ich würde mich gerne auch weiter einsetzen und beteiligen an dieser super guten Jugendarbeit. Vielen Dank dafür. Danke, liebe Susanne, für deine lieben Worte. Der Name Dépendance, habe ich eben schon mal angemerkt, sollte nochmal erklärt, erläutert werden. Also klar weiß mittlerweile wahrscheinlich jeder, was mit dem Begriff anzufangen. Soll nicht eben die englische Bedeutung eben der Abhängigkeit sein, sondern soll eben Zweigstelle bedeuten. Es soll eben nicht nur Zweigstelle der offene Kinder- und Jugendarbeit sein, also der offenen Tür Barbara-Viertel, sondern wir wollen unsere Kooperation hier im Viertel weiter ausbauen. Und so soll es auch eine Dépendance sein für Streetlife. Jochen, ich sehe dich da hinten. Dadurch, dass du winkst, habe ich dich sogar auch als Jochen identifizieren können. Streetlife wird Beratungsangebote bei uns machen können. Die Tiertafel konnten wir als Kooperationspartner gewinnen, sodass wir eben mit Jugendlichen die Versorgung und die Ausgabe der Tiertafel Neuss unterstützen können. Dann wird es auch für Schulungsangebote für die Grundschule, also für die GGS, die Brücke für den Teilstandort an der Hertha-Straße, eine Dépendance werden, indem wir unser Angebot zur Schulung von sicheren Schulwegen, unser Quatsch-mich-nicht-an-Projekt, hier durchführen werden können, sodass es eben nicht, wie gesagt, nicht nur für uns eine Dépendance sein wird, sondern für alle Akteure, die sich für dieses Viertel einsetzen wollen. Als nächstes möchte ich noch den Stadtverordneten für das Barbara-Viertel sprechen lassen, Herrn Hakan Thebel. Auch mal ohne Maske. Ich werde auch versuchen, mich nicht zu wiederholen, beziehungsweise das zu wiederholen, was die Damen und Herren vor mir gesagt haben. Daher lasse ich auch meine kleine vorgeschriebene Rede mal in der Tasche. Aber
ich denke, es wurde schon ganz klar und deutlich genannt. Es ist, denke ich mal, das Resultat der guten Arbeit von Nils Elsass und seinem Team und dem Träger natürlich, dass, denke ich mal, so viele Vertreterinnen und Vertreter aus Zivilgesellschaft und Stadtgesellschaft heute da sind. Und dafür möchte ich mich bedanken, auch im Namen der Anwohner, wenn die es natürlich erlauben, dass sie hier sind und auch, ich sag mal, dieser Eröffnung ihre Ehre erweisen. Dafür vielen Dank und auf eine, ich sag mal, gute und erfolgreiche weitere Zusammenarbeit dann auch in diesem Sinne, weil es ist eine echte Zusammenarbeit, die letztlich hier, ich sag mal, auch dann ihre Früchte trägt in Form von Erweiterungen von Jugendclubs, in Form von Streetworkern, die hier auch ein- und ausgehen seit einigen Jahren. Also ich denke einfach, die gute Arbeit, die hier honoriert wird, sollte auch weiterhin wirklich unterstützt werden. Und ich möchte jetzt auch die Chance mal nutzen, auch für die Anwohner das ein oder andere anzusprechen, weil ich glaube, diese Chance wird es nicht immer geben. Da auch danke, Nils, im Namen der Anwohnerschaft, dass du es geschafft hast, so viele Menschen hier herzuholen, auch so viele Entscheider und Funktionäre. Dass dieser Vorplatz, ich sag mal, Dreh- und Angelpunkt ist des Viertels, ist, glaube ich, jedem mehr oder weniger bekannt. Dass dieser Vorplatz auch, ich sag mal, verschönert und aufgewertet werden sollte, ist, denke ich, auch ganz vielen Personen jetzt vielleicht auch klar, nachdem er wirklich auf diesen Platz getreten ist. Da gibt es unter anderem, also ich fange mal so rum an, die Leerstände, die wir hier hatten, die sind glücklicherweise jetzt, gehören der Geschichte der Vergangenheit an. Also vorne entsteht ein Stehcafé, die Dependance sind längst bekannt. Vorne auf der Ecke eine schwierige Geschichte, aber dort entsteht jetzt auch eine Bar. Ich sag auch ganz vorsichtig nur Bar. Wir hoffen einfach auch hier mit der Anwohnerschaft, dass daraus nicht jetzt noch mehr wird, wo dann beispielsweise Shisha geraucht wird. Aber wir schauen uns das genauer an. Was dem Barbara Viertel noch fehlt, also zunächst natürlich Dankeschön, dass die Stadtverwaltung, Herr Bürgermeister, Sie als erster Bürger und auch als Chef der Verwaltung, auch danke, dass Sie das Ganze hier mittragen und unterstützen. Aber als Anwohner wollen wir ein bisschen mehr hier und daher hoffe ich einfach, dass auch dieses Hand in Hand, also letztlich ging das ja durch den Jugendhilfeausschuss und durch den Stadtrat, wo alle Fraktionen mit darüber entschieden haben, dass diese Dependance entsteht. Genauso muss es weiter Hand in Hand gehen fürs Viertel und da hoffe ich einfach, jetzt komme ich auch zu der eigentlichen Sache, dass dieser Vorplatz auch eine Aufdichtung erlebt durch den Ortsmittelpunkte. Durch das Ortsmittelpunkte-Konzept bzw. Programm, was durch die Stadtverwaltung jetzt verfolgt wird und wo mir auch schon gesagt wurde, dass das auch hier umgesetzt werden soll. Und da hoffe ich einfach, Herr Bürgermeister, da schaue ich Sie an, im Namen der Anwohner, dass das auch hoffentlich in nächster Zeit passiert. Aber die Zusage gab es schon seinerzeit und da denke ich, kommen wir auch Schritt für Schritt zu dem, was wir auch möchten als Viertel und was auch die Anwohner hier möchten. Einfach ein Wohlfühlen, einfach ein sich wirklich heimisch fühlen und auch gewertschätzt fühlen. Denn wenn Sie mal überlegen, die Luftlinie unweit vom Stadtzentrum liegt das Barbara Viertel. Aber wenn Sie hier auch, ich sag mal gerade die Düsseldorfer Straße langfahren, die Ortseinfahrt der Stadt Neuss, werden Sie erleben, oder haben Sie das Gefühl, dass Sie gar nicht in Zentrumsnähe sind, sondern irgendwo in der Peripherie? Das möchte ich hier mal kurz ansprechen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass alle fraktionsübergreifend, alle Personen aus der Stadtgesellschaft auch weiterhin Hand in Hand sich für dieses Viertel einsetzen. Das passiert sehr gut. Das beste Beispiel dafür ist nicht nur die Dependance, sondern der neu entstandene Spielplatz, die neu entstandene Kita. Und da denke ich, ist es wichtig, diesen Kurs beizubehalten, weil die Menschen hier verdienen es mehr als wir uns alle eigentlich vorstellen können. Deswegen, mein Vorschlag, drehen Sie hier Ihre Runden, wenn Sie heute Zeit haben, wenn nicht heute, vielleicht an einem anderen Tag. Sie werden sehen, dass die Herthastraße sehr viel zu bieten hat, optisch, aber auch von den Menschen. Lassen Sie das Viertel wirken und vielleicht kommen Sie auch noch auf weitere Ideen, wie man dieses Viertel voranbringen kann. Ich würde mich freuen. Ich komme jetzt auch zum Ende, der Herr Petrauschke guckt schon ungeduldig auf seine Uhr. Also,
Ihnen alles Gute nochmal im Namen des Viertels. Schön, dass Sie alle da sind und ja, eine schöne Zeit noch. Alles Gute. Tschüss. So, ah, ja. Danke. Danke, Herr Thebel. Danke, lieber Hakan. Dass wir mehr sind als offene Kinder- und Jugendarbeit, habe ich jetzt wohl schon zur Genüge erwähnt, meine Mitrednerinnen und Mitredner ebenso. Ich möchte aber auch eben noch mal darauf eingehen, dass wir halt auch ein Profil haben, darauf eingehen, dass wir immer noch eben eine christliche, eine katholische Einrichtung sind und das christliche Menschenbild hier praktiziert wird. Und damit das nicht nur gespürt wird, sondern auch sichtbar ist, ist es, dann gibt es auch das zweite Mal, und damit wird es wohl auch dann Tradition, dass unsere Einrichtung durch Monsignore Assmann gesegnet wird. Und da möchte ich dann gerne auch das Wort an Sie weitergeben. Die machen wir dann mit dem Mikrofon runter, hoch, klein, hoch, geh einfach, mach mal. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute dabei sein darf und auch gebeten worden bin, ein kleines Gebet zu sprechen, die Segnung vorzunehmen. Nicht nur, weil es dann Tradition wird oder weil auch Brauchtum dann ist, hier Neues, sondern weil es mir auch ein eigenes Anliegen ist. Und in den ganz verschiedenen Beiträgen politischer Art von den Verantwortungsträgern, die jetzt schon gesprochen haben, denen das Viertel am Herzen liegt, diese Einrichtung, die Jugendarbeit am Herzen liegt, denke ich, ist es ganz gut, was so auch zum Schluss gesagt worden ist, wenn möglichst viele aus der Gesellschaft ihren Teil dazu beitragen, dass die Gesellschaft, die eine bunte Gesellschaft ist, auch leben kann. Und wenn wir als Kirche da unseren Beitrag auch zu beisteuern können, dann finde ich das ein enormes Gut. Ist nicht etwas wie ein Nebenprodukt, weil wir uns sonst nur auf Gottesdienst zu konzentrieren würden, sondern das ist ein ganz wichtiges Standbein. Und dass wir hier im Barbara-Viertel mit dieser schönen Einrichtung, vorher auch schon in den kleineren Räumen, mit der Barbara-Kirche, ein Priester wohnt hier im Viertel, die Caritas-Angebote hier, Angebote machen, die in aller Freiheit allen Menschen zur Verfügung stehen, die möchten, die das annehmen möchten, und dass wir so einfach miteinander diese Stadt gestalten, das finde ich ein ganz hohes Gut. Und nach meiner Überzeugung, wenn der liebe Gott seinen Teil dazu beiträgt und wir das auf diesem Fundament machen, dann sollte es etwas Gutes werden, und darum möchte ich jetzt für Sie und mit Ihnen, sofern Sie sich dem anschließen können und möchten, beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du bist in das Haus des Zachäus eingekehrt. Komme auch zu uns mit deinem Segen, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Zwei Sätze aus dem Matthäusevangelium. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Wenn das Haus es wert ist, soll der Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm einkehren. Gibt es etwas Schöneres, was man auch so einer Jugendeinrichtung wünschen kann, als Frieden? Und da, wo Menschen zusammenkommen, mögen sie noch so unterschiedlich sein, wenn sie sich kennenlernen, miteinander sprechen, miteinander Dinge ausdiskutieren, die Meinung des anderen kennenlernen, nicht alles teilen, aber sagen, ich habe zumindest verstanden, warum der andere so denkt. Auch wenn ich eine andere Meinung habe, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein für den Frieden. Und wenn das hier mit eine wichtige Aufgabe sein kann, ein Baustein auch zum Gelingen unserer Gesellschaft. Darum wollen wir beten. Gepriesen bist du, Vater, weil dein Sohn Jesus Christus zu unserem Heil Mensch geworden ist und uns durch Wort und Beispiel gelehrt hat, deinen Willen zu tun. Blicke in Güte auf diese Einrichtung und verleihe ihr deinen Segen. Erhöre die Bitten, die wir vereint
mit allen, die hier arbeiten, arbeiten werden, hierher kommen, Beratung suchen, Austausch, an dich richten und schenke uns allen Frieden und Freude, Erfolg, Schutz vor allen Gefahren. Bewahre uns alle vor falschem Vertrauen auf vergängliche Güter und lehre uns, dass du selbst das Ziel unseres Lebens bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ein Kreuz wurde mir gerade gegeben, das dann später aufgehängt wird, und bitte das Kreuz nun segnen und lade Sie dann ein, danach noch, wenn Sie mögen und die Worte mit mir teilen möchten, das Vaterunser zu beten. Allmächtiger Gott segne dieses Kreuz und vor allem die Menschen, die hierher kommen, dass sie dieses Zeichen erkennen als Zeichen der Liebe und der Güte, die durch Menschen, die hier hinkommen, sichtbar wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Dankeschön und uns allen noch einen schönen Nachmittag. So, langsam wird es auch schwerer, diese 40 cm mit dieser nassen, engen Hose zu erklimmen. Von daher versuche ich es jetzt wirklich zum Ende zu bringen. Auch wenn wir im Zeitplan wirklich gut vorankommen. Wir haben jetzt 10 Minuten gut gemacht. Das liegt, glaube ich, nicht an mir. Aber ich danke denjenigen, denen wir das zu verdanken haben. Ganz kurz möchte ich eben auf den Ablauf. Also, ne, das sind besondere Gegebenheiten und deswegen müssen wir es, so wie wir jetzt eben schon mit den ganzen Mundschutz, mit dem jeder mit seinem Mundschutz eben hier rumlaufen muss, haben wir halt gewisse Vorkehrungen getroffen, dass eben Infektionsketten so gering wie möglich bleiben. Das hat zum einen auch nochmal eben das Eintragen in die Listen, damit auf sich. Dann werden wir gleich Kleingruppen durch die Räumlichkeiten führen, sodass sie sich halt ein Bild eben der Einrichtung machen können. Alle gleichzeitig geht natürlich nicht, selbst mit Mundschutz wird es zu eng und Aerosol und was ich habe keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall nicht gut, deswegen machen wir das so und werden gleich in 10er-Gruppen durch die Einrichtung geführt. Dann wird es gleich währenddessen ein wunderbares Buffet geben. Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie auch diese Beach Flag der Kochakademie durch Klaus Müller. Den habe ich eben irgendwo noch gesehen. Der steht, er winkt. Ein großartiges Buffet. Lassen Sie sich bitte begeistern und verzaubern von den Künsten, die er mit uns heute teilen wird. Das wird dann auch so ablaufen. Man sucht sich etwas aus. Was mit Schwein ist, ist natürlich bezeichnet. Nehmt es bitte mit zu einem Platz, verzehrt es da, entsorgt bitte das ökologisch und umweltverträgliche Einweggeschirr in den davor vorgesehenen Müllbeuteln und begibt sich dann wieder vom Tisch zurück, um den Leuten, die noch essen wollen, dann die Möglichkeit zu geben. Getränke, wie gesagt, stehen alle frei zur Verfügung. Der Sekt steht bestimmt auch schon draußen, oder? Der Sekt steht schon draußen, der steht jetzt gleich draußen, sodass wir also in den 10er-Gruppen, die dann eben jetzt gleich durchgehen, auch ein wenig Wegzehrung mit auf den Weg gegeben werden kann. Zur Eröffnung haben wir gedacht, denn wir wollen es auch ein bisschen besonders gestalten und auch dieses Viertel einfach auch nochmal ein bisschen mehr in den Fokus rücken als eh schon und dachten, das wäre eine gute Möglichkeit, Künstlern, jungen Künstlern, nicht nur aus dem Stadtteil, sondern auch aus dem näheren Umfeld, die Möglichkeit zu geben, sich an diesem Viertel abzuarbeiten.
dazu wird es dann eben die Eröffnung der Vernissage geben, die dann jetzt gleich durch meinen geschätzten Kollegen David Förster stattfinden wird. Dich bitte ich jetzt mal eben auf die Bühne und ich glaube, habe ich irgendwas vergessen? Bitte? Ach so, genau. Also der Betrieb wird wohl, ich denke, im Laufe der nächsten Woche dann stattfinden. Da sind dann noch ein paar kleine Formalien, die noch geklärt werden müssen. Aber der Betrieb geht dann, ich denke, Mitte, Ende nächster Woche dann ganz offiziell los. So, dann